Hallo, wir sind Tobias und Anne von der Natura 2000 Station Osterland. Wir betreuen insgesamt 19 FFH-Gebiete, 5 Vogelschutzgebiete und 2 FFH-Objekte in den Landkreisen Altenburger Land, Greiz und der kreisfreien Stadt Gera. Unser Hauptaugenmerk liegt auf der Umsetzung der FFH-Managementplanung in den Natura 2000-Gebieten. Dabei stehen wir im fachlichen Austausch mit Behörden, mit Landwirten, aber auch Ehrenämtlern. Des Weiteren beraten wir Flächennutzer und Flächeneigentümer über Möglichkeiten der Förderung im Bereich Landschaftspflege und Artenschutz und helfen darüber hinaus bei der Akquise von Fördermitteln. Wir sind sozusagen für den Erhalt und die Aufwertung der Offenland-Lebensraumtypen sowie die Habitate verschiedenster Tier- und Pflanzenarten zuständig. Dazu lassen wir Kleingewässer entschlammen. Wir legen Verbundstrukturen an, zum Beispiel im ENL-Projekt Blauer Biotopverbund. Wir beraten zur richtigen Pflege der Flachland-Mähwiesen und wir kümmern uns darum, dass die wertvollen Streuobsthabitate, Obstbaumschnitte sowie Nachpflanzungen erhalten. Außerdem wirken wir zum Beispiel im Rahmen des BFN-Projektes Via Natura 2000 bei verschiedenen Insektenprojekten mit. Wenn Ihnen unsere Arbeit gefällt, dann stimmen Sie bitte für uns im Rennen um den europäischen Natura 2000 Award ab.